letzter Spieltag. Auf geht's, Rapid. Also heute der letzte Tag zum Anmelden für den Rapid Cup. Und ja, wie gesagt, 11. Spieltag. Wir schauen direkt rein. Es geht gegen die Simbach Tigers. Die sind, glaube ich, wir sind 7., die sind 8. Vorwerk Arena. Aha. Vor 3300 Zuschauern in der Vorwerk Arena. 45, die Simbach Tigers, wir mit 56. Könnten sie heute, glaube ich, überholen mit dem Sieg. Alle natürlich motiviert. Gelbe Karte hier gleich für die Heimmannschaft. Erste Chance für Rapid Licht. Scheitert. Mann, Kim holt sich die gelbe ab wegen einer Grätsche. 37. Erich Hirner per Schuss. 74. 1:1. Rosenbrand. Trifft für Rapid. 88. Vergebene Chance. Und da ist der Abpfiff. Rapid kommt nicht über ein 1:1 heraus bei den Simbach Tigers. Deshalb geht's jetzt gegen die Tuschlümpfe. In den nächsten 4, 5 Friendlies wird es gegen die Simbach, gegen TuS Schlümpfe gehen, welche auch im Cup Mitte dabei sind. Gleich stark. Also wird auch bei den Friendlies hier um einiges gehen. Leo Licht trifft für Rapid. Um die Vorherrschaft schon mal im Cup, falls man gegeneinander spielen sollte. Schon die ersten, damit man sich kennt. Bleibt hier beim 1:0 bisher. 77. Abpfiff, Rapid schlägt TuS Schlümpfe aus Schweden mit 1:0. Als Logo von TuS Schlümpfe, also das ist echt Weltklasse. Und ja, gut, Rapid hat gewonnen. Wir haben kein Geld, deshalb heute kriegt, also haben wir auch etwas Minus gemacht. Denke ich mal, das wird heute, die Sponsoren haben wir gekriegt, Antrittsgeld, Freundschaftsspielboni und dann halt die 13.000 plus die Zinsen haben heute Minus gemacht, aber morgen zum Heimspiel wird sich das natürlich wieder ändern. Ligasituation, wie gesagt, 8., 14 Punkte abgeschlagen. Das wird nichts mit dem Aufstieg dieses Jahr. Da wird die Mannschaft sich noch verstärken müssen und dann nächstes Jahr. Und ja, wie gesagt, heute letzter Tag, um sich beim Rapid Cup anzumelden. 2 Plätze sind noch dabei, die vergeben werden können. Gruppen sind noch nicht, die werden dann morgen, glaube ich, ausgelost. Und ja, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit zum neuen Spieltag mit den Rapid Cup, mit den Gruppen, glaube ich, dass sie morgen stattfinden müssen. Ja, Rapid Cup geht ja morgen los, also stehen noch die Gruppen. Und ja, bis dahin sage ich ciao, macht's gut und drückt mir die Daumen, damit dieses Jahr noch gut verläuft, auch wenn es dieses Jahr natürlich noch nicht so gut gelaufen ist. Aber genug geredet, wir sehen uns morgen oder hören uns morgen. Ciao.